Liebe Gemeinde, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem Gottesdienst, der heute aufgrund der Pandemie leider nur digital stattfinden kann. In diesem Gottesdienst, den die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorbereitet haben, werden wir auf das Thema des Konfi-Jahres Strong Together, zusammen sind wir stark, Bezug nehmen. In der biblischen Geschichte wird es ebenfalls darum gehen, miteinander stark zu sein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern. Folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer rief. Wir beten zu Gott. Lieber Gott, wir alle wissen, die aktuelle Situation wird uns noch einige Zeit begleiten. Darum bitten wir dich. Gib unserem chaotischen Alltag eine Pause und lass uns alle wieder zur Ruhe kommen. Lass uns deine Nähe spüren. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wir hören jetzt die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 2. Zu der Geschichte gucken wir uns selbst gemalte Bilder an. Jesus kam nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Das Haus, in dem sich Jesus aufhielt, war übervoll von Menschen. Sie standen drin, sie standen an der Tür und am Fenster. Und sie drängelten sich am Eingang. Niemand konnte hinaus oder hinein. Jesus erzählte den Menschen von Gott. Vier Männer wollten einen Gelähmten zu Jesus bringen. Seine Freunde trugen ihn auf einer Trage. Sie hatten von Jesus gehört und hofften, dass er ihrem Freund helfen könnte. Sie kamen zu dem Haus, in dem Jesus gerade predigte. Aber sie konnten nicht durch die Tür gelangen, weil viele vor dem Eingang standen. Niemand wollte sie durchlassen. Doch seine Freunde ließen sich nicht entmutigen. Hinter dem Haus gab es eine Treppe, die aufs Dach führte. Gemeinsam trugen sie den Gelähmten nach oben. Dort schoben sie einige Ziegel zur Seite und öffneten ein Loch. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Staub rieselte nach unten. Jesus hörte auf zu sprechen und schaute nach oben. Er sah, wie der gelähmte Mann auf eine Decke heruntergelassen wurde. Jesus sah, dass die Menschen ihm großes Vertrauen entgegenbrachten. Sie hofften, dass Jesus dem Gelähmten helfen könnte.
Jesus sprach zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Gott liebt dich. Es waren aber auch einige Schriftgelehrte dabei. Sie empörten sich: Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann uns unsere Schuld vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass ich von Gott Vollmacht bekommen habe. So kann ich hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Die Schriftgelehrten überlegten: Was war denn wirklich leichter? Dass Gott einem Menschen seine Schuld vergibt, das konnte jeder behaupten. Aber wenn jemand zu einem Gelähmten sagt: Jetzt bist du wieder gesund, steh auf, und es passierte nichts, dann merkte man, ob er die Macht dazu hat oder nicht. Jesus sprach zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann voller Freude auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie waren außer sich vor Freude. Sie staunten und lobten Gott: So etwas haben wir noch nie erlebt. Hier sind die galiläischen Nachrichten. Wilde Gerüchte laufen durch den Ort Kapernaum. Angeblich sollen in Kapernaum 4 Männer fast ein Haus abgerissen haben, um einen Freund zu Jesus, dem Prediger und Wunderheiler, zu bringen. Außerdem haben einige ein lautes Schimpfen gehört, aber auch einen lauten Freudenjubel. Was ist hier in dem Haus wirklich geschehen? Wir gehen weiter zu Simon, unserem Mann vor Ort. Wir befinden uns hier vor dem Haus, in dem alles vor ein paar Tagen geschehen sein soll. Neben mir steht Thomas. Er lebt in der Nähe von Kapernaum und hat das Ereignis unmittelbar miterlebt. Thomas, weshalb waren Sie hier reingekommen? Ich wollte Jesus sehen, denn es kam mir zu Ohren, dass er viele Wunder vollbracht hatte. Man sagte über ihn, dass er der verheißene Retter wäre. Da wurde ich schon ein bisschen neugierig. Wie haben Sie sich gefühlt, als so viele Leute in einem Raum zu Jesus gesprochen haben? Es war schon ein bisschen eng. Und ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen, um Jesus nur zuzuhören. Aber ich muss sagen, dass ich sehr erstaunt bin von dem, was ich gesehen und gehört habe. Was in diesem Haus wirklich geschehen ist? Wollten die 4 Männer das Haus wirklich abreißen? Nein, nein, so war das alles gar nicht. Die 4 Freunde wollten ihren gelähmten Freund unbedingt zu Jesus bringen. Sie hatten erfahren, dass Jesus schon viele kranke Menschen geheilt hatte. Sie vertrauten, dass Jesus ihm helfen konnte. Ich hörte aber noch, wie der Gelähmte laut seufzte
Ob Jesus sich überhaupt um mich kümmert, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Einer seiner Freunde machte ihm Mut. Das klappt, du wirst schon sehen. Was ist dann passiert? Im Haus war es richtig eng, wie mir erzählt wurde. Ja, sie kam nicht mal die Tür durch. Dann haben sie ihren Freund kurzerhand aufs Dach geschleppt. Sie haben ganz schön gestöhnt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als die vier Männer oben die Lehmziege beiseite geschoben haben und das Dach aufgemacht haben? Erst dachte ich, dass die ganze Aktion ja schon ziemlich frech ist. Und dann hoffte ich, dass kein Ziegelstein runterfallen würde. Mir war da schon etwas mulmig. Das Loch muss ja ziemlich groß gewesen sein. Oh ja, das war es. Die Sonne schien richtig warm herein. Und dann haben die vier ihren gelähmten Freund einfach heruntergelassen. Er lag direkt vor Jesus auf dem Boden. Wir haben gehört, es gab dann mächtig Ärger. Jesus schaute den Gelähmten freundlich an und sagte zu ihm, freue dich, Gott liebt dich und gibt dir alle Schuld. Die Schriftgelehrten waren darüber richtig sauer. Einer flüsterte den Vorwurf, das ist Gotteslästerung. Jesus schien das zu merken. Was hat Jesus dann zu ihnen gesagt? Er sagte zu ihnen, weshalb regt ihr euch so auf? Was ist denn einfacher, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, du kannst wieder gehen? Was für eine schwere Frage. Wie würden Sie denn die Frage von Jesus beantworten? Jeder könnte behaupten, deine Sünden sind dir vergeben. Das sieht man ja nicht. Aber wenn jemand zu einem Gelähmten sagt, jetzt bist du gesund, steh auf, und es passiert danach nichts, dann merkt man, ob er Macht hat oder nicht. Hatte Jesus die Macht? Oh ja, Jesus vergab ihm nicht nur die Schuld, er heilte den Mann tatsächlich. Er war fast wie Zauberei. Der Mann nahm seine Matte und ging nach draußen. Da ist die Geschichte für ihn und seine Freunde ja richtig gut ausgegangen. Ja, seine Freunde haben auf dem Dach gejubelt und gesungen vor Freude und Dankbarkeit. Alle im Haus diskutierten miteinander. Keiner konnte es so recht glauben. Was denken Sie jetzt nach diesem Erlebnis über Jesus? Für mich ist klar, Jesus ist Gottes Sohn. Gott hat ihm alle Macht gegeben. Ich bin glücklich, dass ich das miterleben durfte. Herzlichen Dank für das Interview. Wir sind gespannt, was wir in Zukunft über diesen Jesus noch zu hören und erfahren werden. Damit gebe ich zurück. Bei was können wir Gottes Hilfe gut gebrauchen? Wenn zum Beispiel Bekannte, Freunde oder Familie es nicht gut geht, sie zum Beispiel krank sind. Aber auch, wenn es uns selber nicht gut geht, wir uns alleine fühlen oder in einer Notsituation sind. Gottes Hilfe könnten wir auch gebrauchen, wenn es unseren Haustieren oder Tieren, die wir ins Herz geschlossen haben, nicht gut geht. Wir spüren Gottes Hilfe zum Beispiel durch neue Kraft und frische Energie. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, nie
Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Guter Gott, du hast alle Menschen nach deinem Abbild geschaffen. Voll Vertrauen bitten wir dich, dass du dafür sorgst, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorübergeht und sich weniger Menschen mit dem Virus anstecken. Guter Gott, wir bitten dafür, dass die Gesellschaft mehr zueinander hält und sich gegenseitig hilft, dass es weltweiten Frieden gibt und es keinen Hass zwischen den einzelnen Ländern und Menschen gibt. Guter Gott, lass uns Liebende sein, um mit liebenden Herzen die Menschen um uns herum wahrzunehmen, damit wir aufmerksam auf die positiven Eigenschaften der Person werden und dadurch offen sind für neue Begegnungen, Freundschaften und Beziehungen. Guter Gott, sei für die Menschen da, die liebende Menschen verloren haben und jetzt um sie trauern. Gib ihnen Menschen zur Seite, die sie trösten und für sie da sind. Und gemeinsam sprechen wir jetzt das Vaterunser-Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Konfidank ist eine Aktion der Evangelischen Landeskirche, die verschiedene Projekte in der Welt unterstützt. Wir als Konfirmanden geben von den Geschenken, die wir zur Konfirmation bekommen haben, dafür etwas ab. 3 Projekte standen zur Wahl. Zur Wahl standen die Diakonie Baden bringt Menschen mit und ohne Behinderung in einem Musikprojekt zusammen, das Gustav-Adolf-Werk Baden schützt Frauen mit ihren Kindern vor Gewalt, die evangelische Mission in Solidarität macht Klimaschutz mit Schülerinnen und Schülern in Südindien konkret. Wir haben die evangelische Mission in Solidarität ausgewählt, weil wir finden, dass die Menschen nach uns auch ein gutes Leben führen sollten. Junge Leute in Südindien kämpfen fürs Klima. In Südindien kämpfen die Menschen um das Klima und leiden am meisten drunter. Durch heftige Stürme werden ihre Felder und Häuser zerstört. Sie verlieren die Lebensgrundlage. Es liegt überall Plastik rum. Die Luft ist so schlecht, dass man die Sonne fast nicht mehr sieht. Kinder müssen auf großen Müllanlagen Kleider für den Weiterverkauf suchen. Sie müssen Wasser und andere lebenswichtige Lebensmittel sparen. Sie können nur noch klimaresistente Pflanzen anbauen. Teams aus Schülern überlegen, wie man für sauberes Wasser sorgen kann. In den verschiedenen Fächern lernen die Schüler, was in Südindien gerade wichtig ist. Die Kirche in Südindien wird zum Umweltbotschafter. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.